die Wende, der Wandel. Für mich, so für mein Leben, das war das wichtigste Ereignis, die Wende oder Perestroika auf Russisch. Und das ist vielleicht mein persönliches Hauptthema und im Buch spielt es sicher auch eine sehr wichtige Rolle. Das Schicksal der Protagonistin, das ist auch mein Schicksal, das ist dann, ja natürlich, das ist eine andere Person, aber diese Person hat ich meinen Lebenslauf geschenkt. Natürlich habe ich mich gefragt, was mache ich hier, war es eine richtige Entscheidung. Und wir gingen einfach Richtung Westen und dann Berlin war eher so Zwischenstation. Im Idealfall wollte man vielleicht nach New York oder irgendwo. Heimat bedeutet für mich inzwischen sehr viel. Heimat ist ein Ort, wo man die Kindheit verbracht hat, wo man jung geworden ist, wo man... Ja, das ist, ja, wird immer wichtiger, ich glaube, mit dem Alter. Vor allem, weil meine Heimat nicht mehr gibt, so wie ich es erlebt habe. Das ist für mich sehr wichtig. Es ist leichter, aus einem, sich dann im Raum zu bewegen, aus einem Land ins andere. Aber es ist viel schwieriger, sich von eigenen Abhängigkeiten oder Obsessionen oder Schwächen zu befreien. Erfolgreiche Schriftstellerin. Ich habe nur ein Buch geschrieben. Das ist dann so alles. Also Schriftstellerin, vielleicht bin ich ja noch nicht, aber ich fühle mich viel besser als vorher. Und ich habe jetzt so, weiß ich, was ich als nächstes machen will. Und das ist dann natürlich, das hat mein Leben so viel schöner gemacht.